Heftige Explosion in einem russischen Hafen am Schwarzen Meer nahe der Krim. Ukrainische Kamikaze-Seedrohnen nehmen in der Nacht dieses russische Landungsschiff ins Visier. Es ist kein normales Kriegsschiff der Russen, sondern das angeblich beste Landungsschiff der russischen Nordflotte. Durch die ukrainische Seedrohne wird es beschädigt, bekommt Schlagseite, Wasser dringt ein. Auf diesem Video ist zu sehen, wie die Seedrohne auf das russische Landungsschiff in der Dunkelheit zurast und dann explodiert. Bild-Militärexperten ordnen die Aufnahmen als echt und aktuell ein. Das unbemannte Boot ist nach Angaben des ukrainischen Inlandsgeheimdienstes mit fast einer halben Tonne Sprengstoff beladen. Die russische Propaganda behauptet, den Angriff erfolgreich abgewehrt haben zu können. Doch das Landungsschiff wird getroffen. Der Hafen ist ein wichtiger Stützpunkt der russischen Schwarzmeerflotte, der jetzt durch die unbemannten Seedrohnen der Ukrainer empfindlich ins Visier genommen worden ist.